dem Elend Probe sitzen. Schon immer mal wollte ich nach Malta, obwohl mir von aller Welt stets versichert worden war, dass diese Insel dichter bebaut wäre als das Ruhrgebiet, vor allem mit sich machtvoll erhebenden, einander jedoch qualvoll ähnelnden Kirchen, dass es kaum etwas anderes zu essen gäbe als Pommes frites und verkohlten englischen Toast mit Butter, die einem bereits zum Tagesauftakt in die Hemdsärmel rinnt, und dass man zumindest außerhalb der Strandsaison nicht viel mehr anstellen könne als mit uralten, daher allerdings immerhin legendären gelben Bussen von einer Regenschauer heimgesuchten Kleinstadt in die nächste, der vorigen nicht nur in puncto Wetter sehr ähnelnden zu fahren. Unwillig, mich von schnödem, defätistischen Globetrotter-Geunke in meiner Silvesterplanung beirren zu lassen, flog ich letzten Endes einfach hin, und ich muss schon sagen, so ganz Unrecht hatten die Warnenden nicht. Sieht man vom Detail mit der Butter mal ab. Was mir nämlich beim Frühstück in die Ärmel hineinfloss, war nicht Butter, sondern eine im Territorium der Ersatzfette ansässige Substanz namens »You can't believe it's not butter«. Hätte mich das in die Laune eines überkritischen Verbrauchers versetzen sollen? Hätte es mich überdies stören sollen, dass schon am ersten Morgen eine Scheibe Mortadella unter unserem Tisch lag? »Guck mal, unter dem Tisch liegt hässliche, billige Wurst«, sagte ich und war vollkommen zufrieden, als der Mitreisende darauf entgegnete, »Na und, auf dem Tisch liegt doch auch hässliche, billige Wurst«, und guter Mann, die essen wir jetzt. Alles war viel schlechter als zu Hause. Dennoch fragten wir uns in keinem Moment, warum wir uns das antaten. Den ärmlichen Duschkopf zum Beispiel, aus dem nur ein einziger, kaum nudeldünner, jedoch Biedermeierlockenartig verdrehter und nach Meerwasserentsalzungsanlage schmeckender Wasserstrahl mehr krabbelte als floss. Sich so zu reinigen, ist namentlich für den ein straffes, vielfädiges, beregnet werden gewohnten Kaltduscher kein Vergnügen, insbesondere wenn er sich dabei strapaziös zur Seite biegen muss, um zu vermeiden, dass der angepilzte Duschvorhang sich haftend und saugend seines Oberarms bemächtigt. Das Wichtigste in einem Badezimmer fehlte wieder einmal ganz, nämlich Platz, um seine mitgebrachten Fläschchen und Tuben in altbewährter Ordnung aufzustellen, weswegen sie in enger Formation auf dem Toilettenspülkasten zu arrangieren waren. Und so geschickt man das auch meisterte, bei einer Betätigung des Spülknopfes klackerte alles auf den von fremder Leute Unterbauchbehaarung berieselten Boden. Egal, die Sachen aufgelesen und ohne Murren neu platziert. Keine Klage auch über das schmale, altmodisch gerüstete Bett, die Decke nicht bezogen, stattdessen mit dem bei den Bewohnern unseres Kulturraums recht unbeliebten britischen Lappen unterlegt, den man des Morgens zu Wurstform verstrampelt zwischen den Beinen vorfindet, wobei es in einer Schrecksekunde festzustellen gilt, dass man sich während der letzten Stunden an jene alte, geblümte Tagesdecke gekuschelt haben muss, auf der wohl schon der eine oder andere verarmte englische Landadelige verblutet sein mag. Nichts dergleichen konnte unsere Stimmung trüben. Warum? Kam etwa eine tolle Landschaft oder die Herzlichkeit der Landeskinder für die kleinen Unannehmlichkeiten auf? Keineswegs. Landschaft gab's so gut wie gar nicht, denn alles ist mit Häuschen und Fabriken vollgestellt und die Menschen waren so gut wie fast überall. Nein, es hatte den Anschein, als wären wir ausgezogen, um Ferien von der Welt der Premium-Produkte zu machen. Natürlich ist es eigentlich richtig, die Sinne zu üben und seine Zunge streng zu lehren, was gut ist und was weniger. Man kann nur loben, dass es seit wenigen Jahren plötzlich in ziemlicher Auswahl auch gute Schokolade zu kaufen gibt. Doch wie geschieht es einem, der nur noch in Schlosshotels wohnen kann und dem schon das Temperament durchgeht, wenn das Brot, das man ihm reicht, nicht aus dreistufigem Sauerteig ist? Wie geschieht es einem solchen, wenn er ins Gefängnis muss?
Dort gibt es bestimmt keine Schokolade von Asche oder Fedora. Da gibt's allerhöchstens Milka oder Stollwerk. Wenn nicht sogar nur eingeschmolzene alte Weihnachtsmannschokolade mit kleinen roten Metallfolienstücken darin, weil die Weihnachtsmann-Schmelzbetriebe sich sagten, die Kriminellen werden ja wohl kaum von uns erwarten, dass wir für sie die Folie vollständig abpulen. Und so erteile ich den Rat, zwischendurch immer wieder mal ein bisschen Müll vom Discounter zu essen, damit man es nicht so schwer hat hinter Gittern. Doch selbst wenn man nicht ins Gefängnis muss, es wird einem gewiss nicht bis ans Ende seiner Tage Slow Food aufgetischt. Einmal wird das Lebenstriebwerk schon bei geringer Steigung schnaufen, dann heißt es Bong, Radong und Gong, 80 Jahre sind verstrichen. Nächste Station, Pflegeheim. Dort wird man sich an manche ungustiöse Tagesdecke kuscheln müssen und der Käse wird auf keinen Fall von Manufaktum sein. Morgens wird es zwei strukturlose, rechteckige Scheiben geben und die gleichen noch einmal um 5 Uhr zum Abendbrot. Jahr ein, Jahr aus wird das so gehen. Nie wird die Käsesorte gewechselt. Manch einer überlebt 15 Jahre im Pflegeheim. Da wird ein Scheibchen zum anderen kommen. Man kann es sich ausrechnen. Am Rand der Grube wird's dann heißen, er war den größten Teil seines Lebens in den höchsten Sphären der Zivilisation beheimatet. Nur die letzten 15 Jahre verbrachte er damit, 21.900 Scheiben vom billigsten Käse zu essen, den es gab. Ist jemand, der sein freies Leben unausgesetzt der Sinnesverfeinerung gewidmet hat, zu einem solchen Ende fähig? Man kann dem Elend Probe sitzen, indem man sich in ein billiges Hotel auf einer übernutzten Mittelmeerinsel begibt und guckt, ob man kleinere soziale Abstiege zumindest testweise verkraftet. Wir verkrafteten problemlos. Bekommt man nichts anderes als einen 4 Tage alten Chicken Wrap, besichtigt man beim Essen eben eine öde Ruine. Denn durch Langeweile verdrängter Ekel ist allemal bekömmlicher als Hunger. Und man kann ja auch so schön Bus fahren auf Malta. Die alten britischen Leyland- und Bedford-Busse werden vom maltesischen Souvenirgewerbe als Hauptkapital der Insel angesehen. Demzufolge gibt es busförmige Badeschwämme, Fußabtreter und Toaster sowie extrem wenig handschmeichlerische Korkenzieher in Busgestalt. Die Fahrer sitzen allesamt auf Handtüchern, wie sonst nur inkontinente ältere Damen in Pflegeheimen. Fahren können die Busfahrer ziemlich gut. Man muss dies so deutlich sagen, denn weltweit wird viel zu wenig Freundliches über Busfahrer gesagt. Es besuchte mich einmal eine Freundin, die ausführte, dass eine gemeinsame Bekannte einen neuen Freund habe. Sie würde ihr das neue Glück durchaus nicht missgönnen, aber direkt gut aussehen würde der ja nicht. Er sähe aus wie der Schlagzeuger von den Flippers. Oder sogar wie ein... Sie brachte sich in dramatische Positur, um mir zu bedeuten, dass sogleich von etwas noch Unansehnlicherem als dem Schlagzeuger der Flippers die Rede sein müsse, worauf sie fortfuhr, oder sogar wie ein Busfahrer. Ich will die Freundin wegen ihres übel kategorisierenden Vergleiches nicht zur Schnecke machen, habe ich doch selber, als ich im Fernsehen den vielgefragten Trendforscher Matthias Horks sah, zum Mitgucker gesagt, der sieht ja mittlerweile aus wie ein Mitglied der Pudis. Toller Trendforscher. Dies war streng besehen eine überflüssige Spitze, denn an sich sieht jeder Mann von einem gewissen Reifegrad an aus wie ein Mitglied der Pudis. Die große Mutter will es so. Daher soll es ruhig geschehen, dass die Kapsel mit dem Botox vom Klospülkasten gleitet und auf dem Kachelgrund zerschellt, damit ihr Inhalt eins wird mit dem ausgefallenen Körperhaargeschmuddel. Ehrt die große Mutter, aber wascht euch jeden Tag. Maltesische Busfahrer indes müssen nicht gebotoxt werden. Einige schienen mir gerade erst mal 16 Jahre zu zählen und die ließen denn auch entsprechend frisches mediterranes Testosteron in die Gaspedale fließen.
Eine Altersgrenze nach unten gibt es offenbar nicht, aber es gibt ja auch manch anderes nicht auf Malta. Wald oder Ehescheidungen zum Beispiel. Und sowas lässt man neuerdings in die EU. Jungmännliche Verstärkung erhalten die Chauffeure nicht selten in Gestalt von gleichaltrigen Kontrolleuren, die, da die Bustüren niemals geschlossen werden, auf freier Strecke aufspringen und ohne jedes Hallo oder wie geht's die Passagiere mit Tickets anherrschen, und zwar genau in dem Ton, in dem man andernorts Schmuck, Bargeld, Uhren, aber Dalli vorgelegt zu bekommen verlangt. Diese überfallartigen Fahrscheinkontrollen durch menschliche Welpen gehören zum Schönsten, was man auf Malta geboten bekommt. Ein Problem ist, dass man weder an den Haltestellen noch an den Bussen selbst erkennen kann, wo sie hinfahren. Wir wollten von Nashar nach Marsa Shlok. Der Bus hingegen rollte vor das Tor der historischen Hauptstadt Medina. Aber die haben wir doch gerade erst gestern ausführlich besichtigt, rief der Reisebegleiter. Das macht doch nichts, erwiderte ich. Erinnerst du dich an die alte After-Eight-Reklame im Fernsehen? Ein der englischen Oberschicht angehöriges Ehepaar hatte irgendjemanden bei der Ausübung von etwas Unbotmäßigem beobachtet, worauf der Mann zu seiner Frau sagte, »Tun wir so, als hätten wir es nicht bemerkt. Lass es uns ihnen gleich tun. Wir schlendern einfach ein zweites Mal durch die Stadt und sagen, tun wir so, als hätten wir sie gestern nicht bemerkt.« Dies war richtig gedacht und ausgeführt. Erfahrung braucht Wiederholung, um sinnvoll bewertet zu werden. Kostet man einen Käse oder eine Frucht zum ersten Mal, ist es nicht ratsam, sich auf seinen ersten Eindruck zu verlassen. Um das Spezifische eines neuen Geschmacks zu erkennen, sei es in der Kunst oder in der Ernährung, bedarf es einer gut gestaffelten Versuchsreihe. Einige Wochen warten und dann mit frischer Lust erneut hineingebissen. Ich habe etwa 5 Anläufe benötigt, um herauszufinden, ob mir eine Tamarillo schmeckt, ja, oder eine Chirimoya, nein. Bei Orten ist das nicht anders. Die Studentin mit der Weihnachtsmannmütze und der Sensenmannsense, die, gehüllt in einen Richtertalar, Prospekte von einer Folter-Multivisionsshow verteilte, war zwar dieselbe wie am vorigen Tag, doch dass in Medinas Kathedrale das Jesuskind auf einem Bett von Keimen der Kresse ruht, war uns beim ersten Rundgang gar nicht aufgefallen. Bus um Bus, Tag um Tag, die Woche kroch leidlich dahin. »Gleich gibt's bestimmt wieder die Wurst«, sagte man sich beim Duschen und wurde nie enttäuscht. Treu und schwitzend in 5-Kilo-Haufen lag sie konkurrenzlos am Buffet, und wir kauten die mit ihr belegten Wattebrötchen schweigsam und erwartungslos wie Bauern auf Gemälden des 19. Jahrhunderts. Und wären wir nicht 7 Tage, sondern 7 Wochen geblieben, hätten wir nicht nur vergessen, dass der Lachs im Schlosshotel bei Licht betrachtet auch nicht besser schmeckt, erloschen wäre in uns auch die Flamme der Zivilisationskritik. Wir hätten uns gefügt und die Jahre verstreichen lassen. Und dies vermutlich gar nicht ganz ohne Freude. Denn ab und zu wäre jemand gekommen, der für uns das Fenster öffnete oder uns wüsche. Vielen Dank.